Wie du einen Mann völlig verrückt nach dir machst und eine starke Verbindung zwischen euch herstellst. Hi, zu dir spricht Sergej Linz. Wenn dir diese Thematik gefällt, dann geize nicht mit deinen Likes. Mach einen Daumen hoch unter dieses Video, abonniere diesen Kanal und auf jeden Fall aktiviere die Glocke neben dem Abo-Zeichen. Dann bekommst du neue Videos sofort, wenn sie rauskommen. Okay, was ist denn der erste Schritt bzw. der entscheidende Schritt, um eine starke, innige Verbindung mit einem Mann herzustellen, den du begehrst? Nun, das Geheimnis heißt Verständnis. Das Geheimnis heißt eine Verbindung auf einer Ebene, in der ihr beide keine sozialen Masken aufhabt. Das ist besonders wichtig für einen Mann, denn wenn ihr intim seid, dann seid ihr keine Kontrahenten. Denn viele Frauen machen in diesem Punkt einige Fehler und sehen den Mann als eine Art Konkurrent, gegen den sie sich durchsetzen müssen. In bestimmten Fragen, in irgendwelchen Streitfragen. Egal, ob es am Anfang der Kommunikation mit einem Mann ist, ja, also in der ersten Datingphase, oder ob es sich schon bereits um eine jahrelange Beziehung handelt, in der es darum geht, wer den Müll rausbringt, wer die Fenster putzt, wer den Abwasch macht und so weiter und so fort. Beziehungsweise das, was auch oft passiert, vor allem bei wertvollen Männern, also bei Frauen, die einen wertvollen Mann an ihrer Seite haben, der zielstrebig ist, der erfolgreich ist, der selbstbewusst ist. Wenn der Mann merkt, dass du an seinem Ego nagst, dass du an seinem Ego ja, immer wieder herumbeißt, wenn er von seinen Erfolgen erzählt oder wenn du seine Erfolge nutzt, um ihm was vorzuhalten, beziehungsweise um ihm, naja, so, ja, du Kleiner, du mit deinen Spielzeugen, du mit deinen ja, kindlichen Ideen, du mit deinen, ja, du mit deiner Arbeit, ja, wenn er dir von einem wichtigen Erfolg erzählt hat und du ihm, ja, und du ihm zeigst, dass du, dass dein Erfolg, dass sein Erfolg für dich in deiner Perspektive so nichts ist, dann wird er seine Interessen von deinen Interessen trennen. Er wird dann das Signal bekommen, dass eure Interessen sich voneinander unterscheiden und wird anfangen, eine Rolle zu spielen in deiner Nähe. Und genau das ist der Moment, wo der Mann merkt, dass er zu dir nicht passt und dass du zu ihm nicht passt. Denn das, wenn es um den Selbstwert einer Frau geht, wenn dein Selbstwert niedrig ist, wenn du unsicher bist, wenn du dich selbst nicht realisiert fühlst, dann wirst du dem Mann irgendwann ja, sein Ego versuchen abzubeißen. Ja, dass du irgendwie auf ihn einhacken wirst, was seine Erfolge anbetrifft, was seine Selbstrealisierung betrifft. Das bedeutet, du nimmst ihm den Wind aus den Segeln. Das darf nicht passieren, denn dann wird er sich von diesem, ja, von diesem Bremsmechanismus befreien wollen. Und das ist etwas, was in Männern tief und fest einprogrammiert ist. Alles, was ihre Bestreben abbremst, alles, was ihre, naja, was diesen Drang abbremst, sich selbst zu realisieren, selbst wenn es die Frau ist, die sie lieben, ist dann eine, naja, ein Fremdkörper sozusagen. Also nicht ein Teil dieses Teams, an deren Seite er wachsen kann, an deren Seite er weitaus schneller wachsen kann und sich entwickeln kann, als ohne diese Frau. Ja, das ist die richtige Wahl für eine Beziehung. Ja, stattdessen wird er, und das passiert sehr, sehr oft, sein Verlangen, sein Begehren herunterfahren und sich nach anderen Frauen umschauen, die, ja, die ihm Auftrieb geben, an deren Seite er wachsen kann. Und diesbezüglich gibt es sehr viele Beziehungen, die an diesem Punkt zerbrechen. Selbst wenn die Frau den Mann liebt und der Mann die Frau liebt, aber wenn diese Sticheleien auf das Ego des Mannes immer wieder passieren, weil die Frau sich nicht realisiert fühlt, weil sie ja,
ihren Frust auf bestimmte Momente auf den Mann abwälzt und genau die Punkte auswählt, die dem Mann extrem viel wert sind. Wenn der Mann das merkt, ja, dass du genau die Punkte in ihm suchst, ja, die für ihn eine enorme Bedeutung haben und versuchst, auf sie einzuschlagen, dann wird er diese Momente vor dir verstecken. Dann wird er dir nicht mehr seine Geheimnisse verraten. Er wird sich verschließen, er wird eine soziale Maske haben und diese soziale Maske, wenn sich zwei Menschen in einer Kommunikation, in einer Beziehung, wenn sie sich mit sozialen Masken unterhalten, ja toll und wie war's auf der Arbeit, ja ganz toll und bei dir ja auch ganz toll. Also dieses Aufgesetzte, einfach nur, okay, ich möchte nichts erzählen, ja, ich möchte das mit dir nicht teilen, dann ist es anstrengend, dann ist es sehr, sehr anstrengend, mit diesem Menschen Nähe auszutauschen, Nähe zu simulieren. Ja, und diese ganzen Punkte sind, wie gesagt, sehr erdrückend für beide, sowohl für dich als auch für ihn. Vor allem, wenn beide merken, dass sie sich nach und nach voneinander entfernen, ja, obwohl es am Anfang ziemlich gut funktioniert hat, so irgendwie, so seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren, driftet die Beziehung auseinander und wir merken, dass wir uns immer fremder werden. Genau das ist der Moment, ja, wo dieses Verständnis, diese Verbindung nicht da ist. Ja, und das spüren Männer schon am Anfang einer Kommunikation, meistens. Ja, natürlich, irgendwann lebt man sich, also manchmal lebt man sich auseinander. Aber wenn ein Mann sich in der Psychologie auskennt, wenn ein Mann die gewisse Sensibilität mitbringt, um eine Frau zu beurteilen, ja, um eine Frau abzuchecken, ob sie welche Rolle sie an seiner Seite spielen wird. Ja, ob sie ein Team werden, das unschlagbar ist, oder ob er immer so ein Kontrahent wird für die Frau, weil sie nicht damit klarkommt, dass er ja schneller läuft als sie selbst und deswegen sie versucht, ihn festzuhalten, damit er nicht zu schnell läuft, ja, sonst läuft er irgendwo hin, wo sie ihn nicht mehr kontrollieren kann. Ja, und das, darauf reagieren Männer allergisch und das spüren sie oft schon am Anfang der Datingphase, ja, also nicht unbedingt beim ersten, zweiten, dritten Date, aber in den ersten Wochen, Monaten, wenn die ersten Gefühle, ja, wenn die ersten sozialen Masken so langsam entspannter geworden sind, dann merkt der Mann, wie die Frau sich seinen Erfolgen gegenüber wie sie sich benimmt, seinen Erfolgen gegenüber, aber auch seinen Niederlagen. Ja? Wie gut, weil, hey, Männer haben auch Niederlagen. Die erfolgreichsten Männer, die krassesten Männer. Sie sind so erfolgreich und so krass geworden, weil sie sehr viele Niederlagen einstecken mussten. Ja? Und die erfolgreichen Männer, im Gegensatz zu schwachen Männern, die beim kleinsten Misserfolg sich auf den Boden setzen und in Embryonalstellung an ihrem Finger nuckeln, ja, und warten, bis Mama kommt und sie abholt. So, die erfolgreichen Männer erleiden Niederlagen, stehen auf und gehen weiter. Dann erleiden sie wieder irgendwo in irgendeinem Bereich eine Niederlage, stehen wieder auf und gehen weiter. Und Männer, so in der Männerwelt, ja, vor allem in der Welt von erfolgreichen, von wertvollen, von hochkarätigen Männern, Männer können sich anderen Männern nicht öffnen auf dieser Ebene. Ja, nicht mal die besten Freunde erzählen sich oft von diesen Momenten, weil sie sich, naja, sie wollen sich nicht darin suhlen, erstens, zweitens wollen sie damit den anderen nicht belasten, drittens haben sie das nicht gelernt und viertens haben sie schon gelernt, dass wenn sie das erzählen, dass sie missverstanden werden. Ja, dass die Männer sagen, ja komm, ja, mach weiter, ja, du schaffst es und so. Bei Männern werden diese Probleme nicht beim Reden gelöst, sondern die Männer, ja, sie müssen das selbst machen. Und wenn der Mann spürt, dass er an deiner Seite schwach sein kann, dass er an deiner Seite keine Angst haben muss, dass du diese Schwäche nutzt, um ihm weh zu tun, um
ihn irgendwie auszulachen, dass du ihn so annimmst, auch in diesen Momenten, dass du ihn nicht dadurch definierst über diese Schwäche, sondern dass du jede Ausprägung von ihm annimmst und ihn verstehst. Ja, merk dir den Satz, ich verstehe dich. So, dass der passt für jede Situation mit einem Mann. Ich verstehe dich und umarme ihn. Und umarme ihn länger als sonst. Und dann wirst du für ihn zu einem Freund, zu einem sehr, sehr guten Freund, zu einem besten Freund, mit dem er durch dick und durch dünn gehen kann. Ein Mensch, mit dem er jegliche soziale Masken, die extrem viel Anstrengung erfordern, mit dem er diese Maske nicht mehr aufhaben muss. Ja, und oft stellen mir Frauen solche Fragen wie, warum öffnet sich der Mann mir nicht gegenüber? Warum komme ich nicht hindurch zu seinem Kern? Ich weiß nie, was in ihm vorgeht. Warum weißt du das nicht? Weil er eine soziale Maske aufhat und du ihm nicht gezeigt hast, dass er diese Maske an deiner Seite ablegen kann. Ja, weil so Männer versuchen es am Anfang der Kommunikation und sie versuchen es immer wieder, so ganz, ganz klein. Und schauen, wie die Frau reagiert. Und wenn die Frau mit ihrem Ego reagiert, ja, so irgendwie, ja, das hättest du aber so und so machen können, ja, oder also versuchen, ihm quasi zu zeigen schon, was er selbst weiß, dass er eine vollkommen andere Entscheidung treffen konnte, statt dieses Verständnisses, statt dieses, ich akzeptiere dich auch so zu 100%, ja, und das ist vollkommen okay. In dir steckt weitaus mehr als das, aber ich akzeptiere jetzt diesen Zustand. Wenn er das spürt, dass er das mit dir sein kann, auch mal schwach in den Momenten und auch stark, ohne dass du ihn sofort irgendwie, so ein bisschen, ach, du mit deinem, ja, Macho-Ding, ja. So, dann wird er diese soziale Maske nicht mehr haben, dann wird er sich dir gegenüber öffnen, mehr als allen anderen Frauen. Und wenn er dich in dieser Perspektive sieht, dann wird er dich, naja, dann bist du für ihn eine Frau, die er sich an seiner Seite vorstellen kann und andere Frauen nicht. Wenn er dieses Level an Nähe mit dir erleben kann, wenn er dieses Level an Verschmelzung mit dir erleben kann, ja, wo ihr beide wirklich beste Freunde seid. Es ist tatsächlich so, in meiner Vorstellung, die perfekte Beziehung, das ist eine Beziehung, in der beide Partner beste Freunde sind. Ja, weil nur wenn ein Mensch mein bester Freund ist, nur dann kann ich ihm vertrauen. Ja, ich muss ihn nicht festhalten. Ich muss mich nicht in ihn verkrallen. Ich muss ihm keine Szenen machen. Ich muss ihn nicht manipulieren. Ich muss ihn nicht, weil man macht es nicht unter besten Freunden. Ja, wir verstehen uns durch ein Zwinkern. Ja, wenn ich dir zuzwinkere, dann verstehst du mehr, als wenn ich dir 1000 Worte sagen würde. Ja, und du verstehst es und zwinkerst mir zurück. Und ich verstehe mehr als 1000 Worte, was du mir sagen wolltest. Und das ist das Level, was du mit diesem Mann erreichen willst. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die ich dir ans Herz legen möchte. Werde zu seinem besten Freund. Bester Freund sein heißt nicht die ganze Zeit aufeinander hocken. Ja, das heißt es nicht. Ein Mann, der einen besten Freund hat, er sieht ihn nicht jeden Tag. Sie telefonieren nicht alle 5 Minuten und fragen sich, ha, wie geht's dir und heute habe ich dieses und jenes gekauft und das ist ja toll und hast du schon den Film gesehen? Es ist nicht so, dass sie die ganze Zeit Kontakt halten. Es ist so, dass wenn sie zusammen sind, dass sie diese Verschmelzung spüren. Es gibt dann kein Ego von dir und kein Ego von ihm, sondern ihr bildet eine Einheit, euer Bewusstsein bildet eine Einheit, indem ihr gleiche Erfahrungen macht. Dabei, selbst wenn ihr für einige Tage euch nicht seht, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr euch nicht die ganze Zeit, naja, anruft und telefoniert. Es ist, weil so du denkst an ihn und er löst in dir dieses Gefühl der Nähe aus und nicht dieses Gefühl der Entfernung. Und du willst diese Entfernung unbedingt überbrücken, indem du ihn anrufst oder ihm 20 SMS schreibst, weil diese Entfernung ist nicht da. Ihr seid die ganze Zeit verbunden. Wenn du das
mit einem Mann herstellst, dadurch, dass du mit ihm Dinge unternimmst, dadurch, dass du auch Dinge ohne ihn unternimmst, dadurch, dass du entspannt mit ihm bist, und zwar in guten wie in schlechten Zeiten, dadurch, dass du merkst, über welche Erfolge sich der Mann freut und auch wenn das nicht die Erfolge sind, über die du dich freuen würdest, dann freust du dich mit ihm, weil du ihn verstehst. Du verstehst ihn auf dieser Ebene. Du verstehst seine Freude und du freust dich mit ihm. Genauso wie du seine Niederlage verstehst. Ja, du verstehst sie. Obwohl du weißt, dass er hier und da eine andere Entscheidung hätte treffen sollen. Der weiß es auch. Aber du verstehst, warum er diese Entscheidung getroffen hat, die jetzt zu dieser du verstehst es und zeigst ihm. Ja, und du verstehst jeden Misserfolg von ihm, du verstehst jeden Ausrutscher von ihm, ja, keine Ahnung, auf der Arbeit passiert irgendwas. Und bei ihm, ja, oder in einem anderen Bereich. Und du sagst ihm, dass ich verstehe dich, warum du diese Entscheidung getroffen hast. Ja, du hast wahrscheinlich du warst in einer Situation, in der es einleuchtend war, ja, diese Entscheidung zu treffen. Deswegen musst du dir gar keine Gedanken machen. Ja, so jeder andere hätte in deiner Situation dieselbe Entscheidung getroffen. Dann wirst du für ihn zu einer Frau, die eine vollkommen andere Energie in sein Leben bringt, als andere Frauen, die ihn, die ihm nicht die nötige Aufmerksamkeit geben und die ihn einfach nur belehrend irgendwie sagen wollen, ja, das hättest du anders machen können. Oder ja, toll, das hast du gut gemacht, großartig. Ja, toll, jetzt hast du dein Männchen gezeigt. Ja, und wenn er so einen Erfolg dir präsentiert und du bewunderst ihn für diesen Erfolg nicht, aus ehrlichem Herzen, dann wird er sich Frauen suchen, die diese Erfolge, feiern mit ihm, die ihn verstehen. Sei deswegen du diese Frau, die dieses Verständnislevel zwischen euch aufbaut, von ersten Date an. Und werde zu seinem besten Freund. Nochmal, bester Freund sein bedeutet nicht, die ganze Zeit sich zu wünschen, diesen Menschen zu sehen und diesem Menschen zu gefallen. Beste Freunde müssen sich nicht gefallen. Sie sind eine Einheit, egal ob sie zusammen sich in einem Raum befinden oder ob sie für einige Wochen vollkommen nicht miteinander kommunizieren. Sie bleiben dennoch beste Freunde und sind erfüllt. Jeder für sich. Ja, deswegen bring diesen Teamgeist in eure Kommunikation. Zeig ihm, dass du seine Erfolge genießt, dass du sie verstehst, dass du seine Motivation verstehst und zeige ihm auch, dass du jede seiner Entscheidungen verstehst, jeden seiner Gedanken verstehst und du wirst sehen, dass du einen vollkommen neuen Stellenwert einnehmen wirst im Bewusstsein der Männer, die du an deiner Seite haben willst, die du dazu bringen wirst, dich auf Händen zu tragen und sich um dich zu kümmern. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Abonniere diesen Kanal und aktiviere das Glöckchen, dann bekommst du die Videos sofort, sobald sie neu rauskommen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war Sergey Linz.